Jetzt geht es um die Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit. Zurück also im politischen Alltag. Es liegt vor ein Antrag der Linke mit 5 Punkten, wie die Langzeitarbeitslosigkeit besser bekämpft werden soll. Erste Rednerin ist Sabine Zimmermann, die Sprecherin für Arbeitsmarktpolitik der Linksfraktion. Die Rednerin weist zu Recht darauf hin, dass es nett wäre, dass die, die der Debatte nicht folgen wollen, obwohl es schön ist, wenn viele solchen Debatten folgen, uns schnell verlassen und dann draußen weitersprechen, sodass wir dann anfangen können. Ich denke, wir können jetzt anfangen, Frau Kollegin. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, in Deutschland sind über 1 Million Menschen ein Jahr und länger erwerbslos. Und jeder dritte registrierte Erwerbslose ist inzwischen langzeiterwerbslos. Betroffen sind vor allem ältere Menschen, Erwerbslose ohne Berufsausbildung, Menschen mit Behinderung, Frauen und Alleinerziehende. Und für diejenigen, die in der Arbeitslosenstatistik nicht auftauchen, gilt noch lange nicht, dass sie keine Probleme hätten. Nein, viel zu viele pendeln zwischen kurzfristigen Jobs und Erwerbslosigkeit hin und her. Und hinter all diesen nüchternen Zahlen stehen Einzelschicksale, die uns betroffen machen und nicht ruhen lassen sollten. Und deshalb legt die Linke heute ein Programm zur Bekämpfung und Vermeidung von Langzeiterwerbslosigkeit vor. Was heißt denn eigentlich Langzeiterwerbslosigkeit heute? Jeder 7. Erwerbslose lebt unter der Armutsgrenze. Fast alle Langzeiterwerbslosen befinden sich im Hartz-IV-Bezug. Und das heißt, ein ständiger Gang zu den Ämtern, oft Auflagen, Gängeleien, aber meist wenig Aussicht auf eine gute Förderung bzw. dann noch auf einen guten Job. Ihnen und Ihren Kindern wird eigentlich hier Teilhabe, gesellschaftliche Teilhabe verweigert. Und diese Zustände zu bekämpfen, sollte nicht nur unser soziales Gewissen fordern, es ist auch eine zutiefst demokratische Aufgabe. Erwerbslose nehmen viel zu wenig ihr Wahlrecht wahr, weil sie auch der Meinung sind, dass sie von der Politik nichts mehr zu erwarten haben. Und das, meine Damen und Herren, gefährdet die Demokratie. Und ich muss Ihnen sagen, Ihre Arbeitsmarktpolitik der letzten Jahre hat hier deutlich versagt. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin seit 20 Jahren in der Arbeitsmarktpolitik unterwegs, als Gewerkschafterin in einigen Verwaltungsausschüssen der Bundesagentur für Arbeit oder auch in vielen Beiräten der Jobcenter. Und mit dieser Erfahrung im Hintergrund sage ich Ihnen, die Ankündigung Ihrer Bundesarbeitsministerin machen mir wenig Hoffnung. Und das von ihr vorgelegte Konzept zum Abbau der Langzeiterwerbslosigkeit greift aus unserer Sicht viel zu kurz und ist in weiten Teilen auch völlig unverbindlich. Und es ist nichts Neues. Das haben wir alles schon gehabt. Und sie will 2 kleine Schmalspurprogramme auflegen, die höchstens 43.000 Langzeiterwerbslose erreichen. Und ich frage mich wirklich, schade, dass heute Frau Ministerin nicht da ist, was passiert mit der verbleibenden 1 Million Betroffener? Und was mich auch am meisten ärgert, ist, dass immer wieder die Ursachen der Langzeiterwerbslosigkeit bei den Einzelnen und ihrer angeblich zahlreichen Vermittlungshemmnissen gesucht wird. Aufgezählt werden Gründe wie Alter über 50, Migrationshintergrund, alleinerziehend, eine Behinderung. Aber all das sagt überhaupt nichts aus über die individuellen Leistungen des Einzelnen, über das individuelle Leistungsvermögen. Es deutet vielmehr auf ein diskriminierendes Einstellungsverhalten der Arbeitgeber hin. Und wir wissen aus Untersuchungen, dass 2 von 3 Betrieben Langzeiterwerbslose im Bewerbungsverfahren schon vorher aussortieren. Und die Arbeitsministerin verliert auch kein Wort über den arbeitsmarktpolitischen Kahlschlag, den wir seit 2010 erlebt haben. Milliarden für die Bankenrettung wurden bereitgestellt. Auf der anderen Seite wurden Milliarden in der Arbeitsmarktpolitik gekürzt. Und ich frage mich wirklich, Arbeitsmarktpolitik, das Sparschwein der Nation. Und das kann doch so nicht weitergehen, meine Damen und Herren. Als Sie noch nicht an der Regierung waren, liebe Kolleginnen und Kollegen der SPD, haben Sie dagegen gewettert. Ich höre Sie hier noch reden, und heute passiert nichts mehr. Zwischen 2010 und 2013 ist die Zahl der Langzeiterwerbslosen nur um 5% zurückgegangen. Aber bei den Maßnahmen, bei der Förderung haben Sie einen Rückgang von 41%. Ja, Frau Mast, Sie lachen, aber ich frage Sie wirklich, das passt doch nicht zusammen.
Das passt doch nicht zusammen. Und wir legen heute als Linke ein 5-Punkte-Programm zur Bekämpfung und Vermeidung von Langzeiterwerbslosigkeit vor. Und wir haben dieses Programm mit den Gewerkschaften, Erwerbsloseninitiativen und mit der Wissenschaft zusammen beraten. Und wir sagen erstens, wer Erwerbslosigkeit wirksam bekämpfen will, braucht mehr Beschäftigung. Bundesweit kommen trotz günstiger Arbeitsmarktentwicklung mehr als 3 Erwerbslose auf eine Stelle. In Nordrhein-Westfalen kommen 5 Erwerbslose auf eine Stelle, in Sachsen-Anhalt nur 9 Erwerbslose oder überhaupt 9 auf eine Stelle. Und das, meine Damen und Herren, das ist natürlich eine schwierige Situation. Und notwendig ist aus unserer Sicht ein Investitions- und Zukunftsprogramm für mehr gute Arbeitsplätze. Und zudem muss die Regierung es endlich möglich machen, dass Mittel der Arbeitsmarktpolitik für sozialversicherungspflichtige Beschäftigung genutzt werden können. Ich will nur das Stichwort Aktiv-Passiv-Transfer hier sagen. Wir schlagen ein Programm zur öffentlich geförderten Beschäftigung vor im Umfang von 200.000 Stellen. Die SPD, möchte ich Sie wieder daran erinnern, liebe Kolleginnen und Kollegen, im Wahlkampf sprachen Sie davon, vom sozialen Arbeitsmarkt. Muss ich wieder fragen, haken Sie das ab unter Wahlversprechen jetzt gebrochen oder wie sollen wir das einordnen? Zweitens, Qualifizierung ist das A und O und ich denke, da sind wir uns alle einig. Etwa die Hälfte aller Betroffenen hat keine oder eine veralterte Berufsausbildung. Und das sind etwa 500.000 Menschen. Und hier passiert zu wenig. Wir wollen einen Rechtsanspruch für die Kolleginnen und Kollegen auf Qualifizierung. Und das kann es nur sein und wirksam auch auf dem Arbeitsmarkt sein. Drittens müssen wir die Vermittlung vom Kopf auf die Füße stellen. Und ich weiß nicht, mit wie vielen Betroffenen Sie hier zu tun haben. Ich zumindest habe mit sehr vielen Betroffenen zu tun. Und mir hat eine Kollegin geschrieben, ich zitiere, dass viele Menschen psychische Probleme kommen, nicht nur wegen der anhaltenden Erwerbslosigkeit, sondern wegen des wenig menschenfreundlichen Umgangs der Jobcenter mit den Betroffenen. Und weiter schreibt sie, Drohungen, Schikane, Willkür und ein Klima der Angst vertiefen die Probleme, anstatt sie zu beseitigen. Ich habe noch eine Minute. Halt. Wir sagen deshalb klar, die Sanktionen müssen endlich abgeschafft werden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Betroffenen brauchen eine Vermittlung, die mit ihnen gemeinsam an ihren Stärken und an ihren Potenzialen ansetzt. Also eine Vermittlung auf Augenhöhe. Denn Erwerbslose kommen immer wieder nur als Bittsteller. Und so kann es eigentlich nicht sein. So kann eine professionelle Vermittlung nicht stattfinden. Und auch die Personalsituation in den Jobcentern ist zu verbessern. Die 1000 befristeten Vermittlerstellen, die Frau Nahles verlängern will, sind nicht dauerhaft mehr Personal und schon gar nicht ein besserer Betreuungsschlüssel. Viertens wollen wir die Arbeitgeber wieder stärker in die Pflicht nehmen. Durch die gesenkten Beiträge der Arbeitslosenversicherung in den letzten Jahren wurden die Arbeitgeber um 100 Milliarden Euro entlastet. Ich frage Sie, warum? Es kann doch so nicht sein, dass die Arbeitgeber immer mehr aus der Finanzierung von Arbeitslosigkeit herausgenommen werden. Und wir wollen einen Sonderbeitrag. Und damit würden wir 4,5 Milliarden Euro im Jahr zur Verfügung haben. Und fünftens brauchen wir für die älteren Erwerbslosen armutsfeste Übergänge in die Rente. Dazu wird mein Kollege noch was sagen. Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Die bisherigen Pläne Ihrer Arbeitsministerin deuten an, dass diese Koalition grundsätzlich nichts verändern wird. Sie setzen auf Schmalspurprogramme, Sie wollen den Betroffenen keine Rechtsansprüche einräumen, weil Sie keinen Cent mehr in die Hand nehmen wollen. Und mit einer nachhaltigen Strategie, meine Damen und Herren, hat das aber auch gar nichts zu tun. Wenn Sie ernsthaft was gegen Langzeiterwerbslosigkeit tun wollen, geht das einfach nicht zum Nulltarif. Dann müssen Sie Geld in die Hand nehmen, um wirklich den Menschen auf dem Arbeitsmarkt eine Perspektive zu geben. Und dafür werden wir als Linke weiter streiten. Danke schön. Soweit Sabine Zimmermann für die Linksfraktion, deren Sprecherin für Arbeitsmarktpolitik sie ist. Nach ihr jetzt als zweiter Redner in dieser Debatte zum Thema Langzeitarbeitslosigkeit Matthias Zimmer für die CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Große Koalition hat sich in ihrer Koalitionsvereinbarung dafür ausgesprochen, geringqualifizierten und Langzeitarbeitslosen neue Chancen zu erschließen. Zu diesem Zweck hat die Ministerin ein Eckpunktepapier vorgelegt. Und auch von unserer Fraktion, in unserer Fraktion werden zurzeit einige Ideen diskutiert, wie wir Langzeitarbeitslose mit besonderen Vermittlungshemmnissen helfen können,
Teilhabe und Integration am Arbeitsmarkt zu finden. Wir haben in der Instrumentenreform 2011 vielleicht zu sehr den Blick auf die schnelle Integration in den ersten Arbeitsmarkt gelegt. Das war für einen großen Teil der Langzeitarbeitslosen auch richtig. Aber wir müssen nun nach dem Prinzip des Aufstiegs und Ausstiegs auch diejenigen an die Hand nehmen, die besondere Schwierigkeiten haben. Wir müssen davon ausgehen, dass bis zu 200.000 Menschen trotz Bemühen keine Chancen haben auf eine Beschäftigung im ersten Arbeitsmarkt, da sie mehrere Vermittlungshemmnisse aufweisen, etwa gesundheitliche Beeinträchtigung, Sucht, Schulden oder aber die Langzeitarbeitslosigkeit selbst. Ich sage das hier so deutlich, weil es eben an groben Unfug grenzt, zu behaupten, man muss einfach nur die flexiblen Beschäftigungsformen erhalten und ausbauen, dann würde sich das Problem schon lösen. Gemeint sind Teilzeit, Zeitarbeit und geringfügige Beschäftigung, so jedenfalls die Meinung der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Wir reden, meine Damen und Herren, bei den verfestigten Formen der Langzeitarbeitslosigkeit über Menschen, die mehrere Vermittlungshemmnisse haben. Die zur Rückkehr auf den ersten Arbeitsmarkt einer engen Begleitung und Betreuung bedürfen, die nicht von heute auf morgen einfach wieder in den ersten Arbeitsmarkt gehen können, sondern Zeit brauchen. Denen nutzen die Ratschläge der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft nichts. Die brauchen begleitende und nachbereitende Betreuung, und die gibt es in der Regel nicht bei den flexiblen Beschäftigungsformen. Wir haben in der Union selbst in diesem Zusammenhang in der Fraktion mit einer kleinen Truppe von Arbeitsmarktpolitikern den Passiv-Aktiv-Transfer diskutiert und uns die Frage gestellt, ob das nicht ein geeignetes Instrument sein könnte. Wir sind uns da selbst nicht sicher. Deswegen haben wir in einem Thesenpapier gesagt, lasst uns das Instrument mal ausprobieren. Wir wollen also nicht, wie es Institut für deutsche Wirtschaft behauptet hat, dieses Instrument bei allen Langzeitarbeitslosen zur Anwendung bringen, sondern wenn, nur als Pilotprojekt. Und schon gar nicht soll es darüber hinaus die Menschen, die wir für einen solchen Passiv-Aktiv-Transfer überlegen, in eine Art dauerhafter Staatssubventionierung landen. Das Ziel ist eine Beschäftigung im ersten Arbeitsmarkt. Deswegen kann ich mir einen Passiv-Aktiv-Transfer auch nur zeitlich eng befristet vorstellen. Ich bin im Übrigen etwas erstaunt gewesen, dass der Passiv-Aktiv-Transfer nicht im Eckpunktepapier der Ministerin auftauchte. Aber sie hat ja eine Regelung zu Lohnkostenzuschüssen in Aussicht gestellt, der mit 150 Millionen Euro im Jahr finanziert wird. Vielleicht lässt sich unter diesem Schirm auch ein Pilotprojekt zur Erprobung des Passiv-Aktiv-Transfers einbinden. Unabhängig vom Namen des Ganzen. Ich bin schon dafür, dass wir die Kommunen nicht aus der Verantwortung entlassen und dass es darum gehen muss, Beschäftigung zu finanzieren, nicht Arbeitslosigkeit. Der Antrag der Linken, Frau Kollegin Zimmermann, lässt sich kurz zusammenfassen: mehr Geld. Das erinnert an den Iago aus Shakespeares Othello, dessen Kernsatz ja lautet: Open thy purse, öffne deine Geldbörse. Aber ich will die Linke nicht mit dem Erzbösewicht Iago vergleichen. Da war am Ende Schweigen, und das wäre schade. Denn es sind mindestens ja zwei Aspekte in Ihrem Antrag, die ich tatsächlich auch so teile. Zum Ersten die Forderung, die Vermittlung und Betreuung individueller und nachhaltiger zu gestalten. Das ist richtig. Die Betreuer vor Ort sollen nicht nach einem Schema vorgehen, sondern auch sehr individuell die Hilfe zur Wiedereingliederung zuschneiden dürfen, etwa über eine Ausweitung der freien Förderung. Ich bin auch sehr bei Ihnen, wenn es darum geht, die Vergabepraxis der Bundesagentur für Arbeitsmarktdienstleistungen, wenn es um die Vergabepraxis der Bundesagentur für die Arbeitsmarktdienstleistungen geht. Es ist schon richtig, gerade aus Gründen der Nachhaltigkeit einer Maßnahme nicht nur auf den Preis, sondern auch die Qualität zu schauen. Die Vergabe solcher Aufträge sollte auch die Kompetenz und das Know-how der Träger nutzen, um zu nachhaltigen Ergebnissen zu kommen.
In diesen beiden Punkten steht der Antrag der Linken durchaus solide auf den Füßen. Sie haben ja vom Kopf auf die Füße etwas stellen wollen, Frau Kollegin Zimmermann. Ich will aber doch auch sagen, wo ich glaube, dass der Antrag doch noch sehr auf dem Kopfe steht, also durch eine ideologische Betrachtung stärker geprägt ist als durch eine realistische Betrachtung der Dinge. Ich glaube nicht, dass es hilfreich ist, Arbeitgeber durch eine Sonderabgabe stärker zu belasten. In Deutschland sind so viele Menschen in sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen wie nie zuvor. Das hat viele Gründe, aber eben auch den Grund, dass Firmen investieren, dass sie neue Beschäftigung schaffen. Sie von den Linken sehen die deutsche Wirtschaft als Geldgeber für ihre gesellschaftstherapeutischen Utopien. Ich sehe die deutsche Wirtschaft. Ich sehe die deutsche Wirtschaft als Garant dafür, dass Arbeitsplätze entstehen und erhalten bleiben. Dazu brauchen die Firmen auch Geld, um zu investieren. Und ich sehe das Geld dort besser aufgehoben als bei den Umverteilungsextatikern der Linken. Meine Damen und Herren, Erwerbslosigkeit bedeutet häufig soziale Ausgrenzung. Wir wollen aber die Möglichkeiten gesellschaftlicher Teilhabe stärken, weil dies für den Zusammenhalt einer Gesellschaft unabdingbar ist. Deshalb gilt es, die anstehende Debatte seriös zu führen, mit Blick auf das Machbare und mit Blick darauf, für die Menschen klug zu gestalten, nicht nur für die Betroffenen, sondern für die Gesellschaft insgesamt. Herzlichen Dank. Soweit die Rede von Matthias Zimmer für die CDU-CSU-Fraktion. Nächste Rednerin ist jetzt Brigitte Podmer, die Sprecherin für Arbeitsmarktpolitik der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Unterstützung für Menschen am Rand gibt es nicht zum Nulltarif. Wir müssen ausreichend Geld in die Hand nehmen, um Langzeitarbeitslose zu integrieren. Wo bleibt eigentlich der Applaus der SPD-Fraktion? In der letzten Legislaturperiode haben Sie bei diesem Satz noch frenetisch geklatscht. Das ist nämlich ein Satz Ihrer Kollegin Katja Mast. Leider haben Sie diese Position, diese richtige Position bei dem Übergang von der Oppositionspartei zur Regierungspartei entsorgt. Denn das, was Ihre Ministerin hier vorgelegt hat zur Bekämpfung der Langzeitarbeitslosen, dieses Programm nimmt keinen zusätzlichen Cent in die Hand. Hier wird lediglich ein Programm durch ein anderes Programm ausgetauscht. Beispiel ESF-Programm. Dieses Programm von Frau Nahles ersetzt eins zu eins das Bürgerarbeitsprogramm von Frau von der Leyen. Das Sonderprogramm von Frau von der Leyen hatte 33.000 Plätze. Interessanterweise hat auch das ESF-Programm von Frau Nahles 33.000 Plätze. Jede Ministerin kriegt hier ihr Profilierungsprogramm. Leider bleibt für die Langzeitarbeitslosen kein einziges zusätzliches Angebot übrig. Beispiel Aktivierungszentren. 1.000 Mitarbeiter sollen Langzeitarbeitslose bei der Integration in Arbeit unterstützen. Diese 1.000 Mitarbeiter unterstützen derzeitig über 50-Jährige bei der Integration in Arbeit. Das Programm 50 Plus wird schlicht und ergreifend umetikettiert. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD-Fraktion, die Decke, die die Arbeitslosen wärmen soll, wird um keinen Millimeter größer. Sie ziehen einfach nur an einem anderen Zipfel, und dabei kommt heraus, dass dann jetzt eben die über 50-Jährigen kalte Füße kriegen. Das ist zu wenig. Beispiel Teilhabeprogramm. Das Geld für dieses Sonderprogramm wird vorher aus dem Integrationstitel den anderen Langzeitarbeitslosen schlicht und ergreifend weggenommen. Sie verteilen um, und zwar von den Mittellosen zu den Habenichtsen. Nein, liebe Kolleginnen und Kollegen, das, was Sie da vorgelegt haben, was Ihre Ministerin da vorgelegt hat, reicht weder quantitativ noch qualitativ. In der öffentlich geförderten Beschäftigung sind in den letzten Jahren 200.000 Plätze weggefallen.
Sie machen ein Angebot von 43.000 Plätze. Sie glauben doch nicht ernsthaft, dass Sie für ein 4%-Angebot hier auch noch Applaus bekommen. In der Opposition haben Sie dieses Programm, haben Sie eine solche Politik noch Kahlschlagpolitik genannt. Und dieses Programm ist auch qualitativ enttäuschend. Hier wird ein Projekt durchgeführt und noch ein Projekt und wieder ein Projekt. Wir wollen keine Projektitis, sondern wir wollen dauerhafte Möglichkeiten, auf die sich die Menschen auch verlassen können. Frau Mast, diesen Text hätten Sie mitsprechen können. Auch das haben Sie in der letzten Legislaturperiode hier unter viel Applaus gesagt. Ich frage mich wirklich, welche wundersame Wandlung haben Sie eigentlich in dieser kurzen Zeit der Regierungsbeteiligung durchgemacht, dass Sie dieses Programmhopping, das Sie in der Vergangenheit zu Recht kritisiert haben, jetzt loben. Sie wissen doch genauso gut wie ich, mit dieser Form der Politik für Langzeitarbeitslose sind wir grandios gescheitert. Und deshalb reden wir hier seit Jahren, und zwar in einem breiten Bündnis, darüber, dass wir einen verlässlichen sozialen Arbeitsmarkt brauchen. Von dieser Erkenntnis findet sich in dem Vorschlag von Frau Nahles leider nichts. Und wissen Sie, was ich wirklich ein Armutszeugnis finde? Ganz offensichtlich ist die CDU da weiter als eine sozialdemokratische Arbeitsministerin, jedenfalls wenn ich die Worte von Herrn Zimmer hier ernst nehme. Sie lassen nicht nur die Arbeitslosen im Stich, Sie lassen Ihre eigenen grün-roten und rot-grünen Regierungen im Stich. Die haben mit Landesprogrammen inzwischen Vorleistungen erbracht, und die brauchen jetzt dringend Ihre Unterstützung. Für den Haushalt 2013 wollten Sie den Eingliederungstitel, und zwar jedes Jahr, um 1,6 Milliarden Euro aufstocken. Daran lassen wir uns gerne messen, wenn wir in der Regierung sind, haben Sie gesagt, Frau Mast. Wir haben die SPD an diesem Programm gemessen, und ich kann Ihnen nur sagen, wir haben Sie zu leicht befunden. Wir haben einen Regierungswechsel, einen Politikwechsel für Langzeitarbeitslose haben wir nicht bekommen. Schade eigentlich. Ich danke Ihnen. Die Rede von Brigitte Podtmann war das, Sprecherin für Arbeitsmarktpolitik der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Nun also die vielgescholtenen Sozialdemokraten. Daniela Kolbe ist die nächste Rednerin für die SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie gestatten mir, dass ich die Tonlage jetzt ein bisschen wieder verschiebe in Richtung Sachlichkeit. Ich möchte mich zunächst bedanken bei der Fraktion der Linken, da Sie wirklich einen sehr wichtigen Punkt aufmachen, auch einen Punkt und ein Thema, das für uns Sozialdemokraten wirklich eins der ganz zentralen ist. Denn in der Tat, wir haben mehr als 1 Million Menschen, die langzeitarbeitslos sind in unserem Land, also länger als ein Jahr ohne Erwerbstätigkeit. Und das, obwohl die Arbeitsmarktlage äußerst gut ist. Und wir sehen, an diesem Bereich bewegt sich nichts, und das bewegt uns sehr. Denn hinter jedem dieser mehr als 1 Million Menschen steckt auch ein Schicksal und oft auch noch weitere Menschen, der Partner oder die Partnerin oder auch Kinder. Und jeder, der Betroffene kennt, weiß, was das aus diesen Menschen und aus diesen Familien macht und wie stark auch das zerstörerische Potenzial einer Langzeitarbeitslosigkeit ist. Und es hat auch objektive Auswirkungen, und zwar manifeste, auf den Gesundheitszustand der Betroffenen, auf das psychische Wohlbefinden, das nachweisbar deutlich schlechter ist, auf die Lebenschancen der betroffenen Kinder aus diesen Bedarfsgemeinschaften, aber auch auf ganze Stadtteile, wenn eben viele Menschen keine Perspektive mehr sehen. Und deswegen ist es so richtig und wichtig, dass die Ministerin Andrea Nahles das Thema auf die Agenda gesetzt hat, und zwar nicht erst letzte Woche im Ausschuss, sondern ich kann mich eigentlich kaum an eine Rede hier im Plenum an der Ministerin erinnern, in der sie das Thema Perspektiven für Langzeitarbeitslose nicht aufs Tableau gehoben hat und nicht adressiert hat als eines der für Sie am wichtigsten Themen. Und das trägt dazu bei, dass ein Thema, das sonst gerne verdrängt wird, sichtbar gemacht wird
Und Brigitte, ich finde den Vorwurf der Profilierung, dass Andrea Nahles sich damit profilieren wollte, wirklich vollkommen daneben. In der Tat, in den vergangenen Jahren hat es eine ganz starke Kürzung in diesem Bereich gegeben und auch eine Instrumentenreform, die dazu beigetragen hat, dass für die Betroffenen wir relativ wenig anzubieten haben, relativ wenig Lebenschancen anzubieten haben. Andrea Nahles will das jetzt verändern und kehrt den Trend damit deutlich um. Wir finden uns jedenfalls nicht damit ab, diese Menschen zu Hause sitzen zu lassen und ihrem Schicksal zu überlassen. Das wäre nämlich verantwortungslos und unmenschlich. Und die Ministerin wählt genau den richtigen Ansatz, denn diese 1 Million, das sind eben auch tatsächlich 1 Million ganz unterschiedliche Schicksale. Da gleicht keines dem anderen. Und deswegen ist der differenzierte Ansatz der Ministerin hier goldrichtig. Wir haben zum Beispiel langzeitarbeitslose Alleinerziehende, die das Problem haben der Kinderbetreuung, gerade in den Randzeiten, also sehr früh und sehr spät. Die Ministerin hat deutlich gemacht, hier tätig werden zu wollen und das Thema auch immer wieder zu adressieren. Es gibt auch diejenigen, bei denen vor allen Dingen Betreuung notwendig ist, damit der Sprung auf den ersten Arbeitsmarkt wieder gelingt und sich Erfolg einstellt. Deswegen gibt es eine Betreuungsoffensive und die 1.000 Stellen, die in der Tat im Bereich der Perspektive 50+ enthalten waren, werden erhalten und in Aktivierungszentren überführt, damit besseres Profiling möglich ist und gute Angebote an die Betroffenen gemacht werden können. Und das Programm wäre ausgelaufen und die Ministerin hat wie eine Löwin dafür gekämpft, diese 1.000 Stellen dauerhaft zu erhalten. Und ich finde, dafür gilt ihr unsere Anerkennung und zwar zu Recht. Wir erhöhen überdies den Eingliederungstitel. Wir haben auch noch weitere Gruppen, zum Beispiel jüngere Menschen, die sehr marktfern oder eher marktfern sind, denen die Ausbildung fehlt oder deren Ausbildung veraltet ist oder nicht passt. Dafür gibt es das ESF-Programm Perspektive in Betrieben. Dabei werden die Betriebe ganz gezielt angesprochen, weil in der Tat ist es richtig, dass sehr viele Betriebe derzeit pauschal Langzeitarbeitslose ablehnen, was ich krass finde, was wir aber ändern wollen und wozu wir Menschen losschicken werden. Frau Kollegin? Ja. Die Frau Kollegin Podmar würde gerne was fragen oder sagen. Möchten Sie weiterreden oder will ich es zulassen? Bitte schön. Wenn Sie die Zeit anhalten. Ja. Das ist ein weiterführender Hinweis, dem ich nachkomme. Ich halte die jetzt an. Du müsstest das Mikro anschalten. Vielen Dank, Frau Kolbe. Ich habe mal eine Frage. Sie haben ja gerade eben gesagt, die Ministerin hätte wie eine Löwin gekämpft, um diese 1.000 Stellen auch in Zukunft zu erhalten. Jetzt stelle ich aber fest, dass der Eingliederungstitel festgeschrieben ist bei 3,9 Milliarden Euro. Nicht nur für 2015, auch 2016, nur die folgenden. Im Ausschuss hat Frau Nahles ausdrücklich gesagt, dass sie nicht den Personalkostenetat, den Verwaltungskostenetat der Jobcenter aufstocken wird. Heißt das, dass Sie sonst die Absicht gehabt hätten, wenn Sie diese 1.000 Stellen, wenn die weggefallen wären, dass dann der Titel noch mal weiter gekürzt worden wäre? Wollten Sie eigentlich noch zusätzlich kürzen? Das geht nicht aus dem Personalkostenetat, wird auch nicht aufgestockt. Ja, aber wir sollten schon sauber trennen. Es geht an der Stelle um den Eingliederungstitel. Und wir sehen ja auch, es gibt ja noch das weitere Programm, wollte ich gleich noch drauf eingehen, des öffentlich geförderten Beschäftigungssektors, was über einen Vorabzug auch des Eingliederungstitels organisiert wird. Also in der Tat, wir wollen natürlich nicht an dieser Stelle kürzen. Und dieser Vorwurf ist auch wirklich absurd, aber das Wort Kürzung an der Stelle in den Mund zu nehmen, wo wir erhöhen, finde ich schon reichlich merkwürdig. Vielleicht können wir versuchen, auch gemeinsam ein bisschen einen konstruktiveren Weg zu finden, wo nicht alles schwarz oder weiß ist. Wir haben in der Tat natürlich eine Herausforderung finanzieller Art, bei 1 Million Menschen vernünftig das zu organisieren, die Lebenschancen bereitzustellen. Das ist tatsächlich eine starke Herausforderung, die wollen wir aber annehmen. Und dass wir jetzt nicht von heute auf morgen diesen Trend so 100% und radikal ins lila Wolkenheim und Wunderland umwandeln können, ist ja klar. Aber Sie sollten vielleicht schon auch anerkennen, dass diese Regierung einen Schwerpunkt auf dem Thema setzt und diese Menschen eben gerade nicht alleine lassen will.
Ich komme zurück zu den jüngeren Menschen. Wie gesagt, ESF-Programm. Wir werden da die Betriebe aktiv ansprechen und die Betroffenen, das ist ganz, ganz wichtig, auf ihrem Weg auch begleiten. Denn in der Tat, wir haben oft gesehen, dass in der Vergangenheit dann vielfach abgebrochen worden ist. Das wollen wir vermeiden. Dazu gibt es degressive Lohnkostenzuschüsse. Dann gibt es aber auch diese Menschen, und die sind mir als ostdeutscher Abgeordnete auch besonders wichtig, die wirklich sehr, sehr marktfern sind, viele Vermittlungshemmnisse haben und bei denen wir zunächst nicht davon ausgehen können, dass wir sie in den ersten Arbeitsmarkt vermitteln können. Und Frau Nahles schlägt da vor, 150 Millionen Euro, ja für was? Für Teilhabe auszugeben, für Lohnkostenzuschüsse bis zu 100%. Zielgruppe sind dabei Menschen, die besonders gesundheitlich eingeschränkt sind oder die mit Kindern zusammen in einer Bedarfsgemeinschaft leben. Und das, finde ich, ist der absolut richtige Ansatz. Teilhabe ist dabei der zentrale Begriff. Diese Menschen haben nur ein Leben, ihr eigenes Leben. Und wir wollen sie bestärken, ihren Weg zu gehen, dass sie rauskommen, Selbstwirksamkeit erleben und Wertschätzung. Wenn sie dann irgendwann den ersten Arbeitsmarkt erreichen, ist das wunderbar. Aber wir müssen realistischerweise sagen, das ist ein sehr langer Weg und deshalb kann es auch nicht das unmittelbare Ziel sein. Ich mache aus meinem Herzen aber auch keine Mördergruppe. Ich hätte mir aus dem Finanzministerium da etwas mehr Mut gewünscht, den Passiv-Aktiv-Tausch auch auszuprobieren, zumal ich aus der Unionsfraktion höre, dass wir da aufgeschlossen sind und das gerne mal ausprobieren wollen. Vielleicht sollten wir da auch noch mal miteinander ins Gespräch kommen und schauen, ob wir da etwas bewirken können. Wir jedenfalls sagen, diese Regierung nimmt die Menschen und ihre Problemlagen ernst. Für uns ist es kein zusätzliches Sahnehäubchenthema, sondern ein ganz, ganz zentrales für die Menschen und für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Wir wollen Lebenschancen schaffen und darauf bin ich stolz. Vielen Dank. Frau Kollegin, Sie hätten noch Chance, zusätzliche Redezeit zu gewinnen, wenn Sie noch auf Frau Zimmermann antworten wollen, aber Sie müssen es nicht. Wir können es vom Platz machen und das ist eine Kurzintervention und ich gehe zum Platz. Okay, dann wird das am Platz geregelt. Dann erteile ich jetzt nächstes das Wort dem Kollegen Matthias Strebel, CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir beraten heute den Antrag der Fraktion der Linke zur Bekämpfung und Vermeidung von Langzeitarbeitslosigkeit. Der Anteil der Langzeitarbeitslosen an der Gesamtzahl der Arbeitslosen lag im Sommer diesen Jahres bei 37%. Man hat gehört vorhin von 1 Million Menschen. Wir sprechen also über eine nicht gerade geringe Anzahl von Menschen, die über einen längeren Zeitraum Leistungen nach dem SGB II erhalten. Meine Damen und Herren, die Gruppe der Langzeitarbeitslosen ist keine homogene Gruppe und sie umfasst Menschen mit den unterschiedlichsten Lebensgeschichten und auch Hemmnissen. Besonderes Risiko von Langzeitarbeitslosigkeit betroffen zu sein, besteht für ältere Menschen, für Alleinerziehende, gering qualifizierte Arbeitnehmer und Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen. Hervorheben möchte ich schon, dass die Große Koalition im Koalitionsvertrag vereinbart hat, sich der Problematik widmet, gleichwohl mit anderen Ideen, als die Fraktion Die Linke es vorschlagen. Natürlich kann man in der Opposition leicht kostenwirksame Programme fordern, ohne gerechte Finanzen zu gewährleisten. Die Bundesministerin für Arbeit und Soziales, Andrea Nahles, hat vor kurzem bei uns im Ausschuss ihr Konzept zum Abbau der Langzeitarbeitslosigkeit vorgestellt. Ihr Konzept befasst sich genau mit den eben genannten Personengruppen. Lassen Sie mich auf einige Vorschläge des Antrags der Linken eingehen. Sie wollen die Rechtsposition von Erwerbslosen stärken. Hierfür sehe ich überhaupt keinen Bedarf. Denn Bezieher von Arbeitslosengeld II haben schon verschiedene Möglichkeiten, ihre Beschwerden und Wünsche zu artikulieren. Zunächst haben sie die Möglichkeit, sowohl mit dem Vermittler als auch dessen Teamleiter und dem Standortleiter ihre Problematik zu besprechen. Zusätzlich können sie die Leistungsbezieher eine Dienstaufsichtsbeschwerde als auch einen Widerspruch einlegen. Letztlich steht ihnen auch
die Rechtslage zu den Sozialgerichten offen. Außerdem lehne ich den von der Fraktion Die Linke geforderten Rechtsanspruch auf Durchführung von Weiterbildungsmaßnahmen entschieden ab. Bei dem Anspruch auf Weiterbildung handelt es sich um eine Ermessensleistung. Das heißt, der jeweilige Vermittler im Jobcenter prüft, ob die Voraussetzungen für eine Weiterbildung vorliegen. Nicht jede Weiterbildung, werte Kolleginnen und Kollegen der Linksfraktion, nicht jede Weiterbildung ist sinnvoll, besonders wenn zum Beispiel kein Bedarf in der betroffenen Region auf dem Arbeitsmarkt vorhanden ist. Und Sie dürfen mir glauben, dass ich bei mir zu Hause im Wahlkreis des Öfteren diesbezüglich mich im Jobcenter nach diesen Möglichkeiten erkundigt habe. Wie nicht anders erwartet, enthält der Antrag der Fraktion Die Linke natürlich auch die Absicht, Sanktionen im Arbeitslosengeld II abzuschaffen. Zu diesem Thema haben wir uns ja bereits in diesem Sommer ausführlich ausgetauscht und auch der Petitionsausschuss, wie ich weiß, hat sich mit dem Thema befasst. Meine Position hat sich seitdem nicht geändert. Ich halte Sanktionen für eine notwendige Konsequenz. Wenn Leistungsbezieher sich ihren Mitwirkungspflichten und den Mitmeldeterminen nicht entziehen, dann müssen Sanktionen greifen. Das ist meine tiefste Überzeugung dazu. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, was denken denn die vielen Menschen draußen von der Politik, die tagtäglich in die Arbeit gehen, wenn hier die Politik nicht Konsequenzen daraus ziehen würde? Ansonsten könnten wir auch gleich ein bedingungsloses Grundeigentum in Deutschland einführen, und das wollen wir doch nicht. Mir ist durchaus bewusst, dass Langzeitarbeitslosigkeit sowohl individuelle als auch gesamtgesellschaftliche Auswirkungen hat. Gesamtgesellschaftliche Folgen sind Verlust von Steuern und Sozialausgaben, Kosten für Arbeitslosengeld II und verringerte Kaufkraft. Für den einzelnen Betroffenen sind insbesondere die Entwertung von Qualifizierungen und erhebliche finanzielle Einbußen die größten Auswirkungen der Langzeitarbeitslosigkeit. Aus diesem Grund befürworte ich auch den gesetzlich verankerten Grundsatz des Förderns von Leistungsbeziehern. Zweifelsfrei werden Langzeitarbeitslose von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Jobcenter unterstützt. Diese leisten bereits hier hervorragende Arbeit. Ich bin aber weiterhin der Überzeugung, dass auch von der Langzeitarbeitslosen Eigeninitiative gefordert werden kann und auch gefordert werden muss. Dazu gehören eben auch die Grundsätze des Förderns, des Forderns, denn die Leistungen nach dem zweiten Sozialgesetzbuch werden nämlich von der Allgemeinheit finanziert und bezahlt. Die Koalition unterstützt das Konzept zum Abbau der Langzeitarbeitslosigkeit des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales und lehnt daher den Antrag der Fraktion Die Linke ab. Vielen Dank. Matthäus Strebel war das für die CDU-CSU-Fraktion. Nächster Redner ist jetzt Matthias Birkwald für die Linksfraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Einer der Vorgänger unserer Arbeits- und Sozialministerin Andrea Nahles, Arbeitsminister Franz Müntefering, hat die Rente erst ab 67 mit den Worten gerechtfertigt: Ohne Anstrengung geht es nicht. Das sollte wohl bedeuten, ältere Menschen müssen länger arbeiten, ältere müssen sich mit Krankheiten und Stress am Arbeitsplatz arrangieren und ältere müssen sich leider oft mit Minijobs über Wasser halten. Das heißt, sie bekommen höchstens 450 Euro im Monat. Knapp 2 Millionen der über 55-Jährigen haben nur einen Minijob, zum Beispiel als Hausmeister, Putzhilfe oder Taxifahrerin. Die strengen sich an. Aber viele von ihnen sind offiziell arbeitslos und die meisten hätten lieber einen Vollzeitjob. Und deswegen sage ich, Müntefering Satz war damals zynisch, er ist heute zynisch und er wird noch lange zynisch bleiben. Meine Damen und Herren, keine Altersgruppe hat es auf dem Arbeitsmarkt so schwer wie die Älteren. Erstens sind Ältere im Durchschnitt häufiger von Arbeitslosigkeit betroffen. Zweitens ist die Hälfte der 55- bis 64-jährigen Erwerbslosen langzeiterwerbslos. Und drittens ist die durchschnittliche Dauer der Arbeitslosigkeit von Älteren in nur 2 Jahren um 14 Wochen gestiegen. Im Januar 2013 waren Ältere im Schnitt noch 81 Wochen ohne Erwerbsarbeit
Heute sind es schon 95 Wochen. Das sind 22 Monate, also fast 2 Jahre. Und das heißt, dann endet ein hartes Arbeitsleben oft auf den letzten Metern mit Hartz IV und all seinen Schikanen. Das ist schlimm und damit muss endlich Schluss sein. Aber damit noch nicht genug. Hartz-IV-Zeiten werden nicht auf die Rente ab 63 bzw. 65 angerechnet. Der Maurer und die Krankenschwester schauen dann in die Röhre, wenn sie nur 43 Jahre geschafft haben. Aber auch die letzten beiden Jahre Arbeitslosengeld I werden nicht auf die 45 Jahre angerechnet, die man für die abschlagsfreie Rente ab 63 braucht. Und nicht einmal die 6 Wochen Mutterschutz werden anerkannt. Das ist unglaublich, aber es geht noch weiter. In die Rente wird für Erwerbslose auch nichts mehr eingezahlt. Union und FDP haben die Pflichtbeiträge abgeschafft. Die 58er-Regelung wurde abgeschafft. Und das ist der größte Skandal. Ist man nach dem 63. Geburtstag in Hartz IV, bekommt man vom Jobcenter ein brutales Geburtstagsgeschenk. Einen Brief, der einen mit hohen Abschlägen in die vorgezogene Zwangsrente befördert. So geht unsere Gesellschaft mit langzeiterwerbslosen Älteren um. Das ist beschämend und das führt direkt in die Altersarmut. Das darf nicht sein. Ohne Anstrengung geht es nicht, sagt Franz Müntefering. Frau Staatssekretärin, ich frage Sie jetzt, was tun Sie, um die Lage von älteren Erwerbslosen zu verbessern? Ich sage, bisher zu wenig. Haben Sie den Zugang zur Erwerbsminderungsrente erleichtert? Nein. Jeder zweite Antrag auf Erwerbsminderungsrente wird abgelehnt, nach wie vor. Wie viele Betriebe kennen Sie, die einen der 282.000 langzeiterwerbslosen Älteren ab 55 eingestellt haben? Ich würde sagen, wenige. Deshalb sage ich, hören Sie auf mit den Gesundbetereien. Solange Sie auf dem Arbeitsmarkt für Ältere nichts vorweisen können, ist es unverantwortlich, an der Rente erst ab 67 festzuhalten. Schaffen Sie die Rente erst ab 67 ab. 65 Jahre bis zur Rente sind genug, für viele mehr als genug. Darum, erstens, zahlen Sie aus Steuermitteln wieder Rentenbeiträge für Hartz-IV-Betroffene ein, und zwar in Höhe eines halben Durchschnittsverdienstes. Zweitens, schaffen Sie die Zwangsverrentung ab 63 ab, solange die Altersarmut in Deutschland Jahr für Jahr ansteigt. Drittens, fördern Sie die öffentliche Beschäftigung von Älteren, solange Unternehmen sich weigern, sie einzustellen. Und viertens, erleichtern Sie den Zugang zur Erwerbsminderungsrente und schaffen Sie die durch nichts zu rechtfertigen Abschläge ab. 77 Euro mehr im Schnitt sind für die betroffenen Erwerbsminderungsrentnerinnen und Rentner viel Geld. Frau Staatssekretärin, ohne Anstrengung geht es nicht. Lassen Sie die älteren Langzeiterwerbslosen nicht im Regen stehen. Dankeschön. Die Rede von Matthias Birkwald war das für die Linksfraktion. Nächste Rednerin ist jetzt Katja Mast, die Sprecherin für Arbeitsmarktpolitik der SPD. Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, lieber Matthias Birkwald, wenn eine Partei zurzeit mit dem Stempel unterwegs ist, ihr tut nur was für Ältere, dann ist es die SPD. Und zwar deshalb, weil wir die abschlagsfreie Rente nach 45 Versicherungsjahren gemacht haben, Verbesserungen bei der Erwerbsminderungsrente, bei den Reha-Deckel gelupft haben und vieles weiter. Also insofern ein bisschen differenziertere Argumentation im Plenum würde uns allen gut tun. Wenn ich auf die Debatte eingehen darf, die wir gerade führen. Es geht um die Vermittlung von langzeitarbeitslosen Menschen in Arbeit und dort, wo es nicht geht, dass wir ihnen eine Aufgabe in unserer Gesellschaft geben, also Teilhabe, soziale Teilhabe organisieren. Und da will ich an erster Stelle mit ein paar Vorurteilen aufräumen, die einfach so nicht stimmen und hier geäußert worden sind.
Natürlich nimmt diese Bundesregierung zusätzlich Geld in die Hand für Langzeitarbeitslose. Es sind wir, die die Trendwende bei den Pro-Kopf-Eingliederungstiteln hinbekommen haben. 2012 waren wir noch bei 1.792 Euro. 2014 sind wir bei 1.975 Euro. Wenn da dazwischen nicht ein paar Euros liegen, dann habe ich in Baden-Württemberg auf dem Wirtschaftsgymnasium keine Mathematik gelernt. Aber ich finde, dass es da einen Unterschied gibt, und zwar von 200 Euro. Und wenn unsere Bundesarbeitsministerin, und ich bin so verdammt stolz, dass Andrea Nahles das macht, unsere Bundesarbeitsministerin sagt, Langzeitarbeitslose, es ist bei mir Chefsache und nicht Nebensächlichkeit. Sie geht hin und sagt, ich gebe mich nicht zufrieden mit einem Koalitionsvertrag, in dem nur ein ESF-Programm steht. Das ist mir zu wenig. Ich mache mehr. Und wenn die hingeht und sagt, ich leiere dem Kollegen Finanzminister für 1.000 Stellen zusätzlich Geld aus dem Kreuz, verstehe ich nicht, wie man hierher stehen kann und sagen kann, da ist kein zusätzliches Geld drin. Frau Bodmer, das ist keine Mathematik. Aber wir erhöhen nicht nur den Eingliederungstitel und geben zusätzliches Geld für 1.000 Stellen aus. Nee, wir gehen hin und sagen, dass wir noch nicht mit unserem Koalitionspartner beim Passiv-Aktiv-Tausch einig sind. Damit geben wir uns nicht zufrieden. Und lieber Kollege Zimmer, ich reiche Ihnen gern die Hand für die ganze SPD-Fraktion, dass wir ein Modellprojekt zum Passiv-Aktiv-Tausch machen. Ich glaube, dass die CDU in ihrer Fraktion dafür Mehrheiten suchen muss und nicht in der Bundestagsfraktion der SPD. Weil wir stehen zu dem Antrag, den wir in der letzten Legislatur gemacht haben. Und ich darf an der Stelle auch sagen, auch ich bin stolz darauf, dass Katrin Altpeter in Baden-Württemberg, SPD-Sozialministerin, im einzigen Bundesland in Deutschland, das ist grün-rot regiert, den einzigen Modellversuch zum Passiv-Aktiv-Tausch macht. Den einzigen flächendeckenden Modellversuch, der nicht nur einzelne Zahlen hat, sondern über 500 Menschen fördert, in Deutschland macht und auch das erste Bundesland war. Deshalb will ich schon sagen, ich habe mehr das Gefühl, dass es daran hapert, dass der Finanzminister nicht eine dauerhafte Finanzzusage machen will für den Passiv-Aktiv-Tausch. Denn der politische Willen, auf jeden Fall im Bundesarbeitsministerium, ist an dieser Stelle vorhanden, lieber Kollege. Frau Kollegin, dem Kollegen Zimmer drängt es zu einer Zwischenfrage oder Bemerkung, wenn Sie die zulassen. Das mache ich gerne. Bitte schön. Ganz herzlichen Dank, Frau Kollegin Mast. Es freut mich natürlich immer sehr, wenn sich die SPD so staatstragend äußert, wie Sie das heute tun. Aber darf ich in dem Zusammenhang noch mal fragen, ob ich richtig informiert bin oder richtig gelesen habe, dass in dem Eckpunktepapier, das die Ministerin vorgelegt hat, der Passiv-Aktiv-Tausch mit keinem Wort erwähnt wird. Lieber Kollege, Sie müssen stehen bleiben, wenn ich Ihnen antworten soll. Lieber Kollege, das ist richtig, dass da nichts drinsteht. Aber Frau Nahles äußert sich ja auch in solchen Papieren nicht als Individuum, sondern als Mitglied der Bundesregierung. Und damit man einen Passiv-Aktiv-Tausch machen kann, muss die Bundesregierung sich an der Stelle einig sein und nicht nur die Ministerin mit sich selbst. Und deshalb steht da nichts drin. Wenn wir es zusammen hinbekommen, freue ich mich wie ein Schneekönigin, dass wir einen Passiv-Aktiv-Tausch in Modellprojekten erproben, weil ich glaube, er wird zwar in seiner Wirkung überschätzt, nämlich als umgangssprachlich Allheilmittel zur Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit. Ich lasse die Umgangssprache an der Stelle. Aber es ist im Kern ein Finanzierungsinstrument, ein kluges, denn man nimmt das Geld, was man für Arbeitslosigkeit ausgibt, und wandelt es in Lohnkostenbestandteile um. Also es generiert Geld, es ist ein Finanzierungsinstrument. Da ich aber nicht glaube, dass wir uns einigen können, für Langzeitarbeitslose gemeinsam die Steuern zu erhöhen, glaube ich, es ist sinnvoll, zusätzliche Finanzierungsquellen gemeinsam zu erschließen, Herr Kollege. Sie haben die Chance, noch eine Zwischenfrage zuzulassen, und zwar von der Kollegin Zimmermann. Mögen Sie die zulassen? Gerne. Bitte schön, Frau Zimmermann. Vielen Dank, liebe Kollegin Mast. Ich habe zwei Fragen. Wenn Sie davon sprechen, dass die Bundesministerin Geld in die Hand nimmt, und wenn wir von den 150 Millionen sprechen für ihren sogenannten sozialen Arbeitsmarkt,
dann wissen Sie doch auch, dass das die Restmittel aus dem letzten Jahr sind und dass das praktisch jedes Jahr dann immer wieder so laufen soll. Dann ist für mich die Frage, müssen Sie jetzt dafür beten, dass dann wirklich die 150 Millionen auch für nächstes Jahr wieder bereitgestellt werden können? Das ist meine erste Frage. Und die zweite Frage, Sie sprechen davon, 1000 Vermittlerstellen sind jetzt wieder verlängert worden. Werden verlängert, ja, muss schon alles korrekt sein. Sie wissen aber auch, dass wir in den letzten Jahren viel Geld aus den Eingliederungstiteln genommen haben, um Verwaltungskosten abzudecken. Und da ist natürlich schon die Frage, wie viel davon werden dann aus dem Eingliederungstitel bezahlt, das heißt, die nicht für Maßnahmen zur Verfügung stehen für arbeitslose Menschen. Vielen Dank für die Frage. Der erste Teil Ihrer Frage, Frau Kollegin Zimmermann, ist die Frage danach, ob das nicht sozialer Arbeitsmarkt heißt, das Programm übrigens, sondern soziale Teilhabe durch Arbeit. Für 10.000 Langzeitarbeitslose, die ganz am Rand des Arbeitsmarkts stehen, also bei denen klar ist, selbst mit einer großen Anstrengung ist in den nächsten 12 Monaten nicht mit einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung zu rechnen. Ich halte es für einen guten Ansatz, dass wir da dran gehen. Ich habe ja gerade schon gesagt, ich bin eine Freundin dafür, da zusätzlich auch Geld zu generieren über passiv-aktiv. Aber wenn das nicht geht, ich will es nur noch mal so klar auch sagen, aber wenn wir dafür keine gemeinsame Mehrheit haben, hat Ministerin Nahles vorgeschlagen, im ersten Jahr 75 Millionen, im zweiten Jahr kontinuierlich weiter 150 Millionen aus dem Eingliederungstitel der Jobcenter im Vorwegabzug abzuziehen, sodass wir ein festes Budget für diese sozialversicherungspflichtige Beschäftigung haben. Das ist aus meiner Sicht die zweitbeste Lösung, weil ich hätte ja lieber einen Passiv-Aktiv-Transfer, wie ich gerade gesagt habe. Aber es ist die zweitbeste und nicht die dritt-, viert-, fünft- oder sechstbeste Lösung. Und es hat nichts damit zu tun, wie viel Restmittel im Eingliederungstitel pro Jahr übrig bleiben. Diese zwei Debatten müssen Sie trennen. Und dieser Vorwegabzug von 150 Millionen ist deshalb wichtig, weil sich sonst verschiedene Arbeitsmarktinstrumente in den Jobcentern kannibalisieren. Weil hohe Lohnkostenzuschüsse für das einzelne Jobcenter, wenn kein extra Budget da sind, eine recht teure Maßnahme sind im Verhältnis zu anderen. Und so haben wir eine Garantie dafür, dass auch 10.000 Plätze stattfinden können. Ich finde, dass man gerade an der Stelle, was Haushaltspolitik angeht, tatsächlich aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt hat, wo man nie vorher dieses Budget einfach extra separiert hat, sondern immer gesagt hat, im Jobcenter, ihr könnt entscheiden, welches Instrument ihr macht. Das halte ich für einen richtig guten Ansatz an der Stelle. Die zweite Frage, die 1.000 Stellen. Die 1.000 Stellen des Programms 50 Plus sind heute ein zusätzliches Bundesprogramm. Das sind ein zusätzliches Bundesprogramm, das zusätzlich finanziert wird. Die Stellen werden zusätzlich finanziert. Und der Arbeitsministerin ist es gelungen, gemeinsam mit dem Finanzminister dafür die Lösung zu finden. Die waren befristet bis 2016, also für Feinschmecker mit KW-Vermerk versehen. Und dieser KW-Vermerk wird nach hinten verschoben, um 2 Jahre verlängert. Immerhin, vielleicht schaffen wir es ja irgendwann, den noch weiter nach hinten zu schieben oder ganz abzuschaffen. Aber das heißt, die Stellen werden aus einem zusätzlichen Bundesprogramm finanziert und nicht aus dem Eingliederungstitel. So, jetzt bin ich mitten unterbrochen worden in der Rede, was nicht schlimm ist, aber ich wollte noch mal drauf raus, was tun wir in dieser Regierung für Langzeitarbeitslose. Über das Programm haben wir jetzt schon an vielen Punkten gesprochen, das Ministerin Nahles mit Chancen eröffnen, soziale Teilhabe sichern vorgestellt hat. Wir haben noch nicht alle Aspekte diskutiert. Ich habe gesagt, der Eingliederungstitel wird erhöht und wurde auch erhöht. Und wir haben drittens noch vor uns die SGB-II-Rechtsvereinfachung. Da geht es darum, im Bereich der Arbeitsvermittlung für Langzeitarbeitslosen Bürokratie abzubauen und dafür zu sorgen, dass Vermittler am Ende des Tages mehr Zeit für Vermittlung als für Verwaltung haben. Auch das ist ganz wichtig für die Langzeitarbeitslosen, weil wir nämlich wissen, je mehr Zeit und je mehr Kontaktdichte da ist, desto besser für die Vermittlung von Langzeitarbeitslosen in Arbeit. Und deshalb finde ich die reine Fokussierung in der Debatte auf nur ein Instrument, nämlich öffentlich geförderte Beschäftigung, nicht richtig. Wir haben, Langzeitarbeitslosigkeit hat unheimlich viele Gesichter in Deutschland. Das ist der Jugendliche, der nach 6 Monaten
keinen Job hat, ist langzeitarbeitslos nach 6 Monaten. Der über 25-Jährige nach 12 Monaten. Da ist die alleinerziehende Mutter drin, die viele Jahre zu Hause war, noch keine Berufsausbildung gemacht hat und die eigentlich unbedingt eine Ausbildung machen will. Die braucht was völlig anderes als der langzeitarbeitslose ehemalige Handwerker, der schon 7 oder 8 Jahre alleinstehend zu Hause sitzt und keine Aufgabe hat. Das sind völlig unterschiedliche Problemhintergründe. Und deshalb ist so wichtig, dass unsere Bundesarbeitsministerin sagt, mir geht es auch darum, diese eine Antwort für alle zu finden und nicht für einen. Weil ein Instrument wird Langzeitarbeitslosigkeit in Deutschland nicht beseitigen. Ich bin für meine Fraktion stolz darauf, dass wir die Trendwende am Arbeitsmarkt geschafft haben und freue mich auch weiterhin, mit Ihnen diese spannende Debatte zu führen. Soweit die Rede von Katja Mast für die SPD-Fraktion. Der nächste Redner ist jetzt Wolfgang Strengmann-Kuhn, Sprecher für Sozialpolitik der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sehr verehrte Kollegin Mast, ich korrigiere Sie ungern, aber es ist keine Korrektur, sondern eine Ergänzung. Nicht nur Baden-Württemberg hat ein Programm in Richtung Passiv-Aktiv-Transfer, sondern auch Nordrhein-Westfalen und demnächst auch noch Hessen. Allen drei Ländern ist eins gemeinsam, da regieren Grüne. Und insofern finde ich das klasse, dass jetzt Sie mit dem Herrn Zimmer darum wetteifern, wer jetzt am stärksten für den Passiv-Aktiv-Transfer ist. Ich kann nur sagen, willkommen im Club. Allerdings noch nicht so ganz, da komme ich dann gleich noch mal drauf. Ich will aber noch mal beschreiben, worum es dabei eigentlich geht. Arbeitslosigkeit ist wie ein Bus. Viele von uns sind schon mal da mitgefahren, manche auch nicht. Die meisten Menschen fahren eher kurze Zeit mit diesem Bus, weil sie nicht mehr weiterkommen und dann an einer anderen Station dann wieder aussteigen. Manche fahren etwas länger mit dem Bus, viele über ein Jahr, aber auch von denen kommen viele gut wieder aus dem Bus raus, manche mit einer gewissen Unterstützung. Aber problematisch ist eine Gruppe, die leider zunimmt, trotz aller guten Zahlen auf dem Arbeitsmarkt, nämlich die Zahl derjenigen, die dauerhaft in diesem Bus drin sitzen. Und das ist die Kerngruppe, um die wir uns vor allen Dingen kümmern müssen jetzt. Es gibt eine neue Studie von der Hochschule Konstanz, die kommen auf 480.000 Menschen, Leute, die länger als 3 Jahre langzeitarbeitslos sind, mit mehreren Vermittlungshemmnissen. Je nachdem, welche Vermittlungshemmnisse man gibt, kommt man auch auf geringere Zahlen. Der Kollege Zimmer hatte vorhin 200.000. Aber das ist so die Größenordnung, über die wir hier sprechen, wenn es um diejenigen geht, die dauerhaft in Langzeitarbeitslosigkeit sind und große Schwierigkeiten haben, da wieder rauszukommen. Und an der Stelle sagen wir, da braucht es neue Mittel in der Arbeitsmarktpolitik. Und da reicht es nicht aus, wie das die Bundesministerin gemacht hat, einfach alte Programme zu nehmen, die etwas umzuetikettieren und damit so zu tun, als wäre das eine Maßnahme gegen diese Gruppe, für diese Gruppe, sondern das ist einfach nichts anderes als alter Wein in neuen Schläuchen. Ich freue mich sehr, dass wir da in der Analyse teilweise sehr ähnlich sind, aber die Schritte fehlen halt noch. Da wünsche ich mir einfach mehr Mut. Und ich habe 3 Bundesländer genannt, die da dran sind, letztlich, wo man Modellprojekte machen könnte. Letztlich muss aber der Bund die Rahmenbedingungen stellen, weil die Finanzierung muss dadurch passieren, dass Geld, was wir bisher für Arbeitslosengeld II ausgeben, für den Passiv-Aktiv-Transfer verwenden, um tatsächlich statt Arbeitslosigkeit Arbeit zu finanzieren. Ich fordere Sie auf, ein bisschen mehr Mut dabei, dann kriegen Sie auch Unterstützung. Das, was Sie bisher vorgelegt haben, reicht nicht. Herzlichen Dank. Soweit Wolfgang Strengmann-Kuhn, Bündnis 90 Die Grünen. Die nächste Rednerin ist jetzt Christel Vosbeck-Kaiser für die CDU-CSU. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich zunächst einmal, dass wir uns fraktionsübergreifend einig sind, dass der Abbau der Langzeitarbeitslosigkeit ein wichtiges Thema ist, welches wir konsequent verfolgen müssen. Es ist auch richtig, dass die Zahl der Langzeitarbeitslosen seit der Finanz- und Wirtschaftskrise stagniert und dennoch finde ich es nicht in Ordnung, dass wir nur die negativen Aspekte hier aufzeigen, sondern
Die Zahl der Langzeitarbeitslosen ist auch trotz der Finanz- und Wirtschaftskrise in den Jahren 2007 bis 2013 um 670.000 gesunken. Und allein im Jahr 2013 wurden 360.000 Menschen, die dauerhaft langzeitarbeitslos waren, in den Arbeitsmarkt integriert. Und damit komme ich zu einem Aspekt. Das heißt doch, dass die Jobcenter-Mitarbeiter gute Arbeit leisten und dass der vorhandene Instrumentenkasten auch greift. Und dennoch will ich die Situation hier nicht schönmalen. Richtig ist, dass nicht jeder, der als erwerbsfähig eingestuft ist, auch beschäftigungsfähig ist. Aber dies ist eine Situation, die es immer schon in der Gesellschaft gab und die wir auch akzeptieren müssen. Richtig ist aber auch, dass sich gesellschaftliche Rahmenbedingungen und Strukturen verändert haben, nicht nur die wirtschaftlichen, sondern auch familiäre Strukturen, Alleinerziehende, Patchwork-Familien, Lebenspartnerschaften sind nur drei Beispiele einer sich stetig wandelnden Gesellschaft. Wir in der CDU-CSU-Fraktion wollen die Menschen da abholen, wo sie stehen. Dies bedeutet für uns individuelle Unterstützungsangebote und individuelle Förderung sind notwendig und sollten weiter ausgebaut werden. Jeder Einzelne mit seinen individuellen Fähigkeiten, seinen Möglichkeiten und Lebensbedingungen hat das Recht, an die Stelle auf dem Arbeitsmarkt zu gelangen, wo er hinpasst und eine Chance hat. Personen, die seit vielen Jahren arbeitslos sind, haben häufig eine Vielzahl an Vermittlungshemmnissen. Sie wollen wir passgenau qualifizieren, begleiten und, wenn auch notwendig, nachgehend betreuen. Kompetentes Fallmanagement ist das Stichwort. Der Weg, den wir hier gehen wollen, ist ein anderer als der, den Sie, Kolleginnen und Kollegen von den Linken, hier fordern. Der Arbeitsmarktforscher Werner Eichhorst vom Institut zur Zukunft der Arbeit sagt dazu ganz richtig: Berater brauchen eine große Offenheit, um den Einzelfall mit all seinen Problemen und Schicksalsschlägen zu verstehen. Und deshalb ist uns die Qualifizierung der Berater ebenso wichtig, wie die individuelle Förderung der Langzeitarbeitslosen zu stärken. Denn der Berater wird hierdurch noch besser in die Lage versetzt, die individuellen Vermittlungshemmnisse und fehlende Qualifikation der Langzeitarbeitslosen gezielt anzusprechen und kann sie somit in passgenaue Angebote der Bündnispartner vor Ort vermitteln. Eine enge Vernetzung mit den örtlichen Bündnispartnern wie Arbeitgebern und sozialen Anbietern auf kommunaler Ebene ist dabei der zentrale Bestandteil. Und dies möchte ich einmal an zwei Beispielen deutlich machen. In meinem Wahlkreis, und das ist sicherlich kein Einzelfall, gibt es, das ist der Märkische Kreis in Nordrhein-Westfalen, gibt es ein spezielles Beratungsangebot für Alleinerziehende. 8 Integrationsfachkräfte unterstützen und beraten Alleinerziehende mit dem Ziel, den Einstieg in den Arbeitsmarkt zu schaffen. Und diese Personengruppe wird durch Bündelung von Hilfsmöglichkeiten und Netzwerken der spezialisierten alleinerziehenden Beratung unterstützt. Einerseits durch verschiedene Kinderbetreuungsangebote, soziale Unterstützungsmöglichkeiten, aber auch durch weiterführende Beratungsstellen und Sprachkurse. Und andererseits werden die Bewerberinnen und Bewerber durch passende Weiterbildungsmaßnahmen gefördert und qualifiziert. Es ist eine erfolgreiche Maßnahme, denn binnen von 2 Jahren wurden 1.004 Alleinerziehende in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung vermittelt. Und darüber hinaus fanden auch 748 dieser Alleinerziehenden den Zugang in eine geringfügige Beschäftigung. Und ich sage hier sehr deutlich, jeder Einzelne von diesen Menschen ist ein Erfolg und zeigt, dass die individuelle Beratung, die Hilfe und die Förderung mit guter Netzwerkarbeit der richtige Weg ist.
Und ich möchte noch ein Beispiel aus meinem Nachbarkreis nennen. Hier gibt es eine Kooperation zwischen der Kreishandwerkerschaft und dem örtlichen Jobcenter, ein Modellprojekt, 200 Empfänger von SGB-II-Leistungen in Arbeit zu bringen. Wer sich hier zum Handwerker umschulen lässt, hat bei erfolgreichem Abschluss einen Arbeitsplatz sicher, also eine Jobgarantie für Umschulungswillige. Und ich finde, dies ist auch ein hervorragendes Beispiel für erfolgreiche Vernetzung und Hinführung in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, aber auch gleichzeitig für Fachkräftesicherung. Ich kann nur sagen, ein großes und vielfältiges Instrumentarium an Eingliederungs- und Förderungsleistungen steht im SGB II zur Verfügung. Und dennoch werden wir diesen Instrumentenkasten auf seine Passgenauigkeit und Effizienz überprüfen und weiterentwickeln, entsprechend den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Die Verlässlichkeit unserer sozialen Sicherungssysteme lassen wir uns durch linke Experimente nicht gefährden. Ihr Antrag, Kollegen der Linken, ist nicht unser Weg. Daher lehnen wir Ihren Antrag auch ab. Soweit die Rede von Christel Vosbeck-Kaiser für die CDU-CSU-Fraktion. Nächster Redner ist jetzt Matthias Barthe für die SPD. Herr Präsident, meine Damen und Herren, es stimmt. In Deutschland sind fast 43 Millionen Menschen erwerbstätig. Das sind so viele wie noch nie. Im Oktober waren nur 2,7 Millionen Menschen arbeitslos. Das sind so wenige wie zuletzt vor 3 Jahren. Wir stehen damit im europäischen Vergleich hervorragend da. Es stimmt aber auch, bei uns sind über 1 Million Menschen langzeitarbeitslos. Das ist mehr als ein Drittel aller Arbeitslosen. Die Zahl hat sich außerdem seit 2009 kaum verändert. Von den neu geschaffenen Stellen und der positiven Entwicklung des Arbeitsmarktes haben andere profitiert. Deutschland steht damit im europäischen Vergleich schon deutlich schlechter da. Wir sprechen hier von Menschen, die sich vergeblich auf Jobsuche befinden. 1 Jahr, 2 Jahre und länger. Ihnen fehlen zum Teil Qualifikationen oder Deutschkenntnisse, oder sie müssen sich um Kinder oder Angehörige kümmern. Sie sind zu alt, zu krank, zu lange nicht beschäftigt. Die Gründe, weshalb sie aus eigener Kraft keine Beschäftigung finden, sind genauso vielfältig wie individuell. Auch mit Hilfestellung gehört ihre dauerhafte Vermittlung zu den schwierigsten Aufgaben der Arbeitsmarktpolitik. Die Teilhabe am Erwerbsleben ist bei uns eine wichtige Voraussetzung für die Teilhabe an der Gesellschaft. Man kann das berechtigt kritisieren. Der Wert eines Menschen bestimmt sich sicher nicht über seine berufliche Tätigkeit. Am Ende ist es aber doch so, dass Arbeitslosigkeit soziale Ausgrenzung provoziert. Wenn wir Teilhabe wollen, muss uns die Integration der Langzeitarbeitslosen in den Arbeitsmarkt ein Herzensanliegen sein. Aus diesen Gründen rechne ich es der Bundesarbeitsministerin hoch an, dass sie das Thema Langzeitarbeitslosigkeit wieder prominent auf die Agenda gebracht hat. Es ist ihr Verdienst, dass wir hier heute stehen und darüber diskutieren. Ihrem Konzept zum Abbau der Langzeitarbeitslosigkeit liegen eine umfassende Analyse und der Anspruch zugrunde, sich nicht mehr allein auf die Konjunktur zu verlassen. Nachdem die Bundesarbeitsministerin ihr Konzept vergangene Woche präsentiert hat, wurde schnell auch Kritik laut. Die Hannoversche Allgemeine hat zum Beispiel getitelt: Nahles wird keine Wunder bewirken. Aber ganz ehrlich, es geht hier nicht um Wunder. Es geht darum, mit konkreten Maßnahmen konkrete Verbesserungen zu erwirken. Das Maßnahmenpaket der Bundesarbeitsministerin hat großes Potenzial, neue Chancen für Langzeitarbeitslose zu erwirken. Die verschiedenen Maßnahmen setzen bei den unterschiedlichen Gründen der Langzeitarbeitslosigkeit an. Mehr Beratung, bessere Betreuung und weniger Bürokratie. Wenn ich mir die Schlagworte aus dem linken Antrag anschaue, sehe ich, dass sie in vielen Punkten durchaus nicht so weit von uns entfernt sind. Der Unterschied ist, sie fordern von allem viel mehr, wie immer. Allein 200.000 Stellen auf einem sozialen Arbeitsmarkt. Mit Kleinigkeiten wie der Finanzierung halten Sie sich gar nicht erst länger auf. Und wenn Sie auf den Passiv-Aktiv-Tausch abstellen,
der beinhaltet leider keine Vollfinanzierung des sozialen Arbeitsmarkts. Aber wenn ich ehrlich bin, ich will auch mehr. Aber der Bund kann nicht beliebig Geld drucken. Im Bereich Passiv-Aktiv-Transfer trotzdem könnte auch ich mir vorstellen, noch etwas zuzulegen. Und wir haben ja vorhin besprochen, da scheint das letzte Wort noch nicht gesprochen zu sein. Und das finde ich auch richtig so. Ich bin überzeugt, dass das vorliegende Maßnahmenpaket der Arbeitsministerin einen entscheidenden Unterschied machen wird. Es handelt sich eben nicht um dieselben Programme in einem anderen Gewand. Ja, Lohnkostenzuschüsse gab es vorher auch schon. Sie sind aber auch besonders sinnvoll. Hier haben wir die absolut höchste Eingliederungsquote. Neu ist aber, den Langzeitarbeitslosen wird durch das Programm in Ergänzung ein Coach an die Seite gestellt, und zwar auch, wenn sie schon erfolgreich in einen Job vermittelt worden sind. Ein stufenweiser Einstieg ist ebenfalls möglich. Die Chancen auf eine nachhaltige Vermittlung sind damit deutlich größer. Sie werfen uns eine Umetikettierung mit Bezug auf das Programm Perspektive 50+ vor. Ich sage Ihnen, darum geht es nicht. Es geht darum, gewonnene Erfahrung und besonders geschulte Vermittler besonders zum Vorteil der Langzeitarbeitslosen insgesamt einzusetzen. Das ESF-Programm mag auf 33.000 Teilnehmer und das Programm zur sozialen Teilhabe auf 10.000 beschränkt sein. Die Verbreitung der Aktivierungszentren aber, die individuell auf Langzeitarbeitslose eingeht, ist flächendeckend geplant. Meine Damen und Herren, das vorliegende Konzept ist nur der Anfang. Es zeigt, endlich haben wir wieder eine Arbeitsministerin, die Langzeitarbeitslosigkeit in Angriff nimmt. Ich danke Ihnen. Als letzte Rednerin in der Aussprache. Soweit die Rede von Matthias Barke für die SPD-Fraktion. Nächste Rednerin ist jetzt Jutta Eckenbach, CDU/CSU. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, meine Zuhörer noch oben auf den Tribünen, auch Ihnen ein herzliches Willkommen hier im Deutschen Hohen Haus des Bundestages. Wir haben heute Vormittag eine sehr intensive und, wie ich meine, sehr gute Debatte über menschliche Schicksale, Ethik und Verantwortung geführt. Unsere Hochachtung gilt, und sollte das auch gelten, besonders den Menschen, die kranke, sterbende Angehörige pflegen und bis zum Ende begleiten. Mich hat dieses sehr beeindruckt, und ich denke, es war für uns alle eine sehr nachdenkliche Debatte. Und ich will genau diesen Eingangssatz nehmen, um auch daran zu erinnern, dass auch für Menschen, die arbeitslos werden, es eine einschneidende Erfahrung im Leben eines jeden Menschen ist. Denn je länger die Arbeitslosigkeit dauert, desto stärker können Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein verloren gehen. Eine abwärts gerichtete Spirale kann das Leben komplett aus den Fugen geraten lassen. Für mich persönlich war es daher stets eine Motivation zur aktiven Politikgestaltung, das, was für uns in christlich-sozialer Verantwortung für die Menschen gilt, uns dafür auch einzusetzen, die es ohne Hilfe nicht schaffen, ihr Leben zu gestalten. Und deswegen hat mich diese Debatte bis jetzt ein wenig sehr geärgert. Wir haben eine Debatte, die wir führen im Moment auf der Grundlage dessen, dass die Linken einen Antrag gestellt haben, der uns Kosten in Höhe von 8 Milliarden bescheren wird, der nichts anderes aussagt letztendlich an der Stelle, als überhaupt nicht darüber nachzudenken, was es für unsere Wirtschaft, was es für die Menschen auch in der Langzeitarbeitslosigkeit heißt, wenn wir unsere Wirtschaft gefährden in Deutschland, wenn wir unsere wirtschaftliche Lage in Deutschland gefährden und wenn wir nicht eine ausgewogene Politik, die wir in den vergangenen Jahren geführt haben, weiterführen, wie wir dieses denn dann auch nicht weiter nach vorne bringen wird. Mich hat geärgert, dass wir heute auf der Grundlage eines Antrages der Linken eine Debatte führen, wie toll unsere Sozialministerin ist, Frau Mast. Und ich darf an der Stelle auch noch mal auf eins hinweisen. Und ich habe es mir gerade noch einmal rausgeschrieben. Denn unsere Grundlage ist der Koalitionsvertrag. Und die Aussagen im Koalitionsvertrag, und ich habe ihn mir extra noch mal notiert und werde ihn jetzt auch noch einmal verlesen, weil ich ihn als Grundlage ganz wichtig finde für das, was wir zukünftig auch planen, wir als CDU-CSU-Fraktion. Denn das ist unsere Grundlage, und die Ministerin ist kein Deut davon abgewichen, aber sie hat auch nicht mehr getan, als im Koalitionsvertrag letztendlich festgeschrieben worden ist.
Der Koalitionsvertrag, es war von Frau Mast gerade die Aussage ganz deutlich, dass die Ministerin darüber hinausgegangen ist. Der Koalitionsvertrag, und ich finde ihn ganz einfach wichtig auch für diese Debatte, der Koalitionsvertrag sagt wortwörtlich aus, der Arbeitsmarkt ist aufnahmefähig wie selten zuvor. Ich denke, das können wir alle unterstreichen. Das eröffnet Chancen bei der Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit. Deswegen wollen wir hier einen Schwerpunkt der Arbeitsmarktpolitik setzen. Personen, die seit vielen Jahren arbeitslos sind, finden bisher selten Zugang zum ersten Arbeitsmarkt. Häufige Gründe sind persönliche Vermittlungshemmnisse. Deswegen wollen wir geringqualifizierte und Langzeitarbeitslose verstärkt existenzsichernde Arbeit vermitteln, sie passgenau qualifizieren und begleiten sowie bei Bedarf auch nachgehend betreuen und dafür die notwendigen Rahmenbedingungen schaffen. Besonderes Augenmerk richten wir auf die Personengruppen langzeitarbeitsloser Menschen, die nur mit massiver Unterstützung Teilhabe und Integration am Arbeitsmarkt finden können. Dieses Ziel wollen wir unter anderem durch ein ESF-Bundesprogramm für langzeitarbeitslose Menschen und die Gewinnung von Arbeitgebern für die Gruppe arbeitsmarktferner Personen in den Vordergrund rücken. Die Steuerung in der Grundsicherung für Arbeitssuchende soll verstärkt auf das Ziel Vermeidung von Langzeitarbeitslosigkeit und die Mittelverteilung stärker auf Wirkungsorientierung ausgerichtet werden. Zur Verstetigung von Förderleistungen wollen wir die wirksame Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln von einem Haushaltsjahr ins nächste in der Grundsicherung verbessern. Besser hätte ich es heute auch nicht sagen können, als das, was im Koalitionsvertrag festgeschrieben ist. Das ist die Grundlage der CDU-CSU. Darauf werden wir uns denn dann auch stärken. An dieser Stelle werden wir arbeiten. Das Papier. Es wird etwas geben von der CDU-CSU. Lassen Sie sich an dieser Stelle in der Tat überraschen. Wir werden nur eins tun. Wir werden auch darauf achten, dass wir natürlich nicht mehr Mittel einsetzen können, denn das können wir nicht an der Stelle, das dürfen wir nicht, denn wir wollen unsere Wirtschaft in Deutschland nicht schwächen, wir wollen sie stärken, damit sie mehr Langzeitarbeitslose aufnehmen können, als dieses vielleicht in der Vergangenheit möglich gewesen ist, denn dafür werben wir auch. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Die Rede von Jutta Eckenbach war das CDU-CSU-Fraktion. Sie war die letzte Rednerin in dieser Debatte zum Thema Langzeitarbeitslosigkeit.